Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Forts im Ranked auf der Map Kugeln. Wir platzieren natürlich erstmal die Mine, damit wir die zweite bzw. dritte Mine direkt dazu kriegen und danach direkt die Waffenkammer reinwallern. Wir spielen weiterhin um die Top-Ränge, versuchen da noch was möglich zu machen. Ist ein bisschen schwer gerade, aber wir werden sehen. Hier unten machen wir ein bisschen Platz für die Windräder. Ja, vielleicht machen wir da noch eins hin. Haben ja viele Minen. Da könnte man das machen. Der Gegner spielt Geizhals. Aber es ist leider nicht ersichtlich, wer das ist. Wir hatten eben Teutonic in der Lobby. Klassischer Ami-Ping halt. Da war relativ schnell klar, dass Teutonic ist. Haben uns dann aber entschieden, getrennte Wege zu gehen. So, ja, dann platzieren wir mal Batterie und Metalllager, machen uns ready für die Munitionsfabrik und die packen wir dann in die Mitte. So, Waffenkammer ist fertig. Verkaufen wir. Wir verkaufen das mal. Wir verkaufen ein bisschen Stahl, damit wir die uns einfach schneller gönnen können, weil Geizhals ist bekannt einfach viel, viel schneller. Und wenn der so viel schneller ist, haben wir halt keine Chance. Wir müssen Metall verkaufen, um mit der Munitionsfabrik mitzuziehen. Wir verkaufen immer die Waffenkammer für weitere Ressourcen, um nochmal Minen zu platzieren, dass wir vielleicht von den Ressourcen her even sind. Und dann setzen wir uns jetzt mal hier da dran, die Platzierung für die Kanonen herzurichten, die wir bauen wollen. Vielleicht noch ein bisschen Dev, falls da mit was Wildem kommt, was wir jetzt so nicht direkt sehen. Das denke ich mal eine gute Höhe. Und hier würde ich gerne mal eine neue Tür ausprobieren. Ich wurde jetzt in letzter Zeit häufig erkannt, anhand meiner Bauweise. Vielleicht müssen wir da einfach mal ein bisschen andere Elemente noch mit reinbringen. Aber sein Core ist noch schwer offen. Er hat alle Ressourcen wirklich sinnvoll verwendet. Man kann es nicht anders sagen. Sniper. Platzieren wir mal, vielleicht können wir was rausschießen. Ich habe da eben sein Metalllager gesehen. Da könnte man was machen. Wir können unsere erste Kanone platzieren. Er hat, glaube ich, seinen ersten Howitzer platziert. Und da müsste er, glaube ich, sein. Weil woanders ist ja eigentlich kein Platz. Kommen wir da durch? Geht so. Ein upgradeter Sniper wäre da, glaube ich, besser. Haben wir leider gerade nicht. Ja, dammit, das sieht halt einfach nicht gut aus. Wäre schön, wenn wir den hier hätten rausschießen können, aber ja. Läuft nicht so, wie ich mir das gerade erhofft hatte. Dann deffen wir hier mal ein bisschen rein. Und ja, ihr kennt das, wir brauchen jetzt einfach noch einen Platz für eine Kanone, damit wir die Bewaffnung haben. Und ich denke mal, ich baue dann da drüber einen Gunnerturm. Ein Gunnerturm ist ganz sinnvoll, wenn da gleich ein Howitzer kommt. Und die haben auch eine gute Position. Der steht ja oben. Und dann können wir den gut rausnehmen, weil die Türen gehen auf und er schießt frontal. Wenn man das schräg macht, hat es ja manchmal nicht so gut funktioniert in letzter Zeit. Zum Beispiel auf Ledge Grab, wo die Gunner viel tiefer sind als der Howitzer. Deswegen platzieren wir die einfach mal hier. Da können wir auch Türen mitnehmen. Ein Sniper. Aimen wir unseren Sniper mal kurz ein, sodass wir den schnell auswählen und schießen können. Drei Minigunner könnte schon reichen, glaube ich. Aber ich weiß nicht. Wir müssen eigentlich noch mehr platzieren. Einfach um sicher zu gehen. Oh, er macht einen Wilden. Er hört die Platzierung. Er hört die Platzierung und schießt mit dem Sniper. Das ist not bad.
Actually. Das war unser Sniper. Den er da einfach rausgenommen hat. Er macht's gut. Ich glaube, er will jetzt seinen Howitzer vorbereiten. Oh oh. Oh oh. Ah, das tat weh. Die Kanone. Gott sei Dank nicht vernünftig geschossen. Damn it, Alter. Das sieht hier überhaupt nicht gut aus. Jetzt geraten wir schon wieder in Rücklage. Er hat zwei Waffen, wir haben eine. Ich meine, er wird ein guter Spieler sein. Allein schon von der Spielweise her. Ein guter Spieler und hat mit dem Geizholz einfach den Vorteil. Und jetzt zwei Waffen mehr. Ah, da sollte der auch nicht hin. Damn it. Wir wollten den Schuss nicht rausschießen, sondern den Howitzer treffen. Machst du leider nichts. Spam, spam, spam. Aber die MG-Wand steht. Das müsste reichen. Oh, können wir den noch treffen? Nee, den Sniper können wir nicht mehr treffen. Ja, wir haben auch keine Wahl. Wir haben ihn zu weit hinten platziert, glaube ich. Der Howitzer ist nachgeladen. Ich hab's gehört. Er schießt mit der Kanone. Und jetzt mit dem Howitzer. Aber jetzt, MGs, macht mal was. Die MGs machen nichts. Aber wir treffen, wir treffen. Und es fällt. Es fällt. Ja, GG, Alter, das holen wir uns jetzt. Oh mein Gott. Er geht einfach raus. Das schauen wir uns doch sofort nochmal an. Tja, das war's. Er denkt, okay, ich bin Bowser. Nein, bin ich nicht. Welcher Rank ist er? Wir sind mal so fair und schreiben, dass wir nicht Bowser sind. Bei so einem Lucky Shot. Schreibt er uns auch noch, wer ist? Ich habe gerade den Hinweis bekommen, dass ich essen muss. Deswegen sehen wir uns leider erst in der zweiten Runde gleich wieder. Oh mein Gott. Er denkt, ich würde lügen. Tja. Naja. It is what it is. Also, ich gehe essen und dann bis zur zweiten Runde. Ja, die zweite Runde startet. Wir sind jetzt auf Hilfort. Das ist ganz nett. Vielleicht kriegen wir dann auch mal einen angenehmeren Gegner. Nicht so wie Amberulo, der uns völlig aus dem Leben nimmt, weil zu OP. Standardmäßig fangen wir hier an, zwei Windräder. Dann haben wir gut Strom, können das Metall verkaufen und ein paar Minen platzieren. Schnell auf die Munitionsfabrik gehen. Ja, natürlich wieder mit dem Geizhals, wie jeder Möchtegern Pro und jeder echte Pro. Die spielen den ja immer noch alle. Gibt wenige, die es nicht tun. Bloodside, Blood, Parasite und ich sind jetzt, würde ich sagen, die Bekannteren, die sich angewöhnt haben, andere Commander zu spielen, beziehungsweise ich spiele auch nur Spion und Blood Parasite halt querbeet. So, ich probiere hier unten mal ein bisschen Schutz zu generieren, damit ich heimlich das Metall verkaufen kann. Seine Munitionsfabrik wurde platziert. Unsere leider noch nicht, aber so viel Verzögerung haben wir nicht. Und Set. Müssen jetzt mal im weiteren Verlauf genau darauf achten, was er platziert. Nicht, dass wir sowas wie einen Howitzer einfach übersehen, das wäre schade. Noch eine schnelle Mine. 5 Minen sind wichtig. Im späteren Verlauf brauchen wir die Ressourcen wichtiger wie die Stability, die wir hätten auch stattdessen bauen können. Deswegen lieber zuerst die Minen. Er baut vorne ein bisschen was, hat eine gute Verstrebung in der Basis. Wir werden wieder Howitzer spielen. Das ist ja einfach
zu gut die Taktik, als dass man hier hochbauen sollte, um mit Kanonen zu spielen. So. Wir machen uns gleich mal jetzt hier die Spots für den Howitzer. Damit. Wie gerade machen wir das? Vielleicht werden wir wieder mit Bowser verwechselt. Sonst denken die Leute immer, wir sind Steffen, haben damit vollkommen recht. Jetzt denken die Leute, wir sind Bowser. Schaden kann das nicht. Okay. Sieht so aus, als würde er da oben einen Howitzer reinplatzieren. Ah, da kommt er. Da kommt der Howitzer. Tja, das heißt, wir brauchen gleich unseren eigenen und dann die MG-Wand. Platzieren hier erstmal Holz gegen den Sniper. Und ja, jetzt sparen wir noch die paar Ressourcen, ein bisschen Strom und jetzt können wir den platzieren. Und dann die MG-Wand. Wir brauchen MGs. Wir wissen, was kommt. Er weiß es nicht. Wir werden das jetzt ausnutzen. So, schöne Verstrebung. Und jetzt machen wir ein paar dicke Kästchen. Dicke Kästchen sind immer gut. Werden von den Pros natürlich getargetet oder also angegriffen. Sagen wir es mal verständlich. Das heißt, der wird Sniper bauen, sobald er kann. Deswegen bauen wir hier unten nochmal die Schanze. Habe ich noch nie gebaut, aber ich denke mal, so wie ich sie baue, wird sie ungefähr richtig sein. Und ein paar mehr MGs. Dahin? Nee. Nee, höher. Ja. Machen wir so. Ja, ein paar mehr MGs werden nicht schaden. Ich weiß nicht, ob ich es richtig gebaut habe, aber ist auch eigentlich egal. Hauptsache MGs. Sandsäcke vor die Windräder. Müssen wir gleich noch an die Türen denken für den Howitzer. Oben noch ein MG, schadet auch nicht. Je mehr MGs, desto besser. Yo, Portale, oder? Warum werden die eigentlich ausgewählt? Verstehe ich gar nicht, wie das immer kommt. So, nochmal ein paar MGs in gerader Linie, falls die unteren einen auf dumm machen wollen. Okay, seine Windräder sind offen. Und oben hat er die Waffen. Jetzt bauen wir hier aber ein bisschen Schutz, weil der Howitzer kommt gleich. Sniper oben drauf, auch, denke ich mal, sinnvoll. Oh, den haben wir gut rausbekommen. So, und jetzt versuchen wir unseren mal über den Kamm drüber zu schimmeln. Na, der sieht... Ah, schade, schade, schade. Der sah gut aus, wäre der gekommen und die MGs hätten den nicht getroffen. Herrlich. Weil unten sieht er recht instabil aus, würde ich jetzt mal so sagen. Wollen natürlich nicht zu übereilig sein, aber... Oh, da oben ist die Tür noch. Ah doch, jetzt ist die Tür fertig gebaut. So, sein Sniper schießt. Ich baller jetzt mit ordentlich Druck rein. Mal gucken, ob wir die Waffe treffen oder die Windräder. Eins von beiden, aber jetzt wird mit Druck geschossen. Oh, er schießt die Kanone. Oh, seine MGs verschießen. Das fällt. Oh mein Gott, GG, Alter. So läuft das nämlich. Ordentlich rausgenommen. Digga, Erleichterung pur. Herrlich. Schauen wir uns direkt nochmal an. Er hat die Kanone, hat den Howitzer. Er hat das auch gut gespielt. Ist schneller gewesen als ich, aber hat einfach nicht genug MGs. Hat es unterschätzt. 63, okay. Ist solid. Keiner aus dem Top 20. So wie der Typ wahrscheinlich eben. Der wollte es mir nicht sagen, aber... Ne? Da könnt ihr mir auch übrigens nochmal helfen, herauszufinden, wer das war. Ideen gerne in die Kommentare. Ich weiß es nicht, aber es wird vom Gefühl einer aus dem Top 10 gewesen sein. Sonst hätte er mich nicht verwechselt. Aber in dem Sinne würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein und... Tschüss.